am zweiten Spieltag. Dann haben alle 16 Teams ihren zweiten Auftritt auch schon erfüllt und wir haben nach dieser Partie zwei Drittel des Tages auch schon geschafft. Wir sind gespannt. Frankfurt ja mit einem 4:3 Auftakterfolg gegen Arminia Bielefeld, während die Borussen mit 1:2 sich gegen RB Leipzig geschlagen geben mussten. Also 3 Punkte gegen 0 Punkte. Das ist eine Parade hier vom Keeper des BVB. Da haben wir Max Dierkopf. Abschlussversuch. Da haben wir heute schon viele Versuche gesehen, Abschlüsse von Torhütern. Erfolgreich war noch keiner. Knapp glaube ich auch nicht. Also ja, über Sinn und Unsinn lässt sich hier sicherlich etwas streiten. Und wahrscheinlich ist der nächste Versuch eines Keepers direkt drin und alle sagen, Hase, gut gemacht. Von daher. Warten wir es mal ab. Erstmal jetzt die Frankfurter. Eine große Möglichkeit. Aber gut geklärt. Ich glaube von einem Dortmunder. So war es auch. Glück und Geschick, Cavani, Burayma. Deswegen jetzt auch Eckball. Klasse reingespielt und das 1:0 für die Hessen. Berkan Kevlikim trifft hier für die Eintracht. Schiedsrichter der Partie übrigens wieder der 20-jährige Jasper Ehlers vom TuS Gelenbeck. Ist der Ball geblockt. Die Möglichkeit für den BVB. Wieder abgefangen. Also Dortmund kommt noch nicht so richtig in Fahrt in dieser Partie. Frankfurt wirkt gefährlicher. Den Ball jetzt rüber gespielt. Und dann das Foulspiel. Gut gesehen von Ehlers. Ja, an der Bande da gecheckt. Sofort unterbunden. Geht's weiter. Oh, das könnte. Ja, nee. Was habe ich eben gesagt? Max Dierkopf. Gilt für alle Torhüter bisher im Turnier. Gerne und oft versucht. Erfolgreich war das bisher noch nicht. Geht mehr Richtung Field Goals. Wieder zurückgelegt, die auf hat die Kugel. Der BVB in der Westfalenliga aktiv, dort Tabellenführer, 11 Spiele, 26 Punkte. Was vielleicht noch viel wichtiger für die Borussen ist, 11 Punkte Vorsprung sind es auf Schalke 04 in der Liga. Im November gab es dann das Derby, Dortmund-Schalke, guter Versuch hier. Die Königsblauen führten schon mit 3:1 und es sah nach Derby-Sieg für Schalke aus. Aber die Borussen kämpfen sich zurück und mit 3:3 endete dann das Derby und Schalke rückte in der Tabelle nicht näher ran. Wie gesagt, 11 Punkte Differenz zwischen Dortmund und Schalke 04.
wieder geblockt. Richtig strukturierter Offensivfußball. Das ist von beiden Teams hier noch nicht so richtig zu sehen. Partie hängt noch etwas. Jetzt immer wieder Versuch über den Keeper. Der Ball ging zumindest mal aufs Tor. Aber Jasper Ehlers und das Tor für den BVB. Hier sehen wir es. Ecke ausgeführt. Und jetzt kann man sagen, Torschütze Fani Buraima. Wie ist diese Ecke entstanden? Durch einen Abschuss des Torwarts, genau. Also zumindest mal der erste Torwartabschluss mit einer Torbeteiligung. Zumindest einer indirekten. Aber Frankfurt ist schon wieder da und Frankfurt antwortet postwendend. Durch Daniel Havertz-Kante. Klasse gemacht, klasse den Ball behauptet. Der BVB sich zu lange gefreut über diesen Ausgleich. Das ging nach Postwenden schief. Das war ein Foul. Spiel noch weiter. Gut rübergelegt. Frankfurt steht extrem eng. Alle in der eigenen Hälfte, dadurch wenig Raum, wenig Platz. Hier wird einer Person zugestellt. Nächster Versuch weit am Tor vorbei. Hier das Foulspiel. Zumindest rabiater Einsatz. Foul verdächtig. Das muss so ein bisschen aufpassen, dass die Duelle jetzt nicht zu intensiv werden. Gerade in der Halle ja immer nicht ganz ungefährlich. Vielleicht dann doch etwas schneller unterbinden. Zumindest aber konsequente Linie. Freistoß war noch nicht freigegeben, deswegen die Wiederholung. Also freigespielt, jetzt die Möglichkeit und das Tor durch Colinor Kleine-Bickel. Da glaube ich fast getunnelt den Frankfurter Keeper Jannik Hortz. 2:2. BVB ist zurück. Ja, die wollen ja nicht mit 0 Punkten aus 2 Spielen starten. Klasse, tiefer Ball jetzt. Große Möglichkeit zum 3:2.
für Borussia Dortmund. Aboubekir Ömer Elzein. Klasse versenkt, unhaltbar. 3-2 BVB. Nicht schön, aber erfolgreich, die Spielweise hier vom BVB. Aber postwendend, die Antwort. Sehen wir hier nochmal das Solo. Und dann abgezogen. Klasse. Berkan. Kirbeliklikim. Immer auch ein Zungenbrecher. Hier verursacht nächste große Möglichkeit. Jetzt kommt Fahrt in die Partie. Jetzt können wir noch mal ein bisschen was aufnehmen. 2:14 vor Ende. Klasse gespielt. Nächster Treffer für den BVB. Tolles Heimspiel jetzt. Tyrone Ken James Mata mit dem 4:3. 1:50 vor Ende der Partie. Überzahlspiel jetzt für den BVB. Direkter Abschluss. Ah, das war ein bisschen überhastet. Wenn sie den Ball in die Mitte bekommen müssen, um dann rechts und links die Option zu schaffen. Alle Eindrücke des Turniers. Auch natürlich in den sozialen Kanälen. Klickt gerne rein. Lasst eure Kommentare da. Hashtag FEC19. Eine Minute 10 noch auf der Uhr. 4:3 Führung für Borussia Dortmund. Hat es gerade so ein bisschen zersägt. Ich werde euch mal laufen. 50 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. So, klasse jetzt. Überzahlspiel. Ist das schon die Entscheidung? Super rübergelegt. Ah, das war alles ein bisschen kompliziert. Technisch natürlich sehr, sehr hochwertig. So, die Halle ist nochmal da. Klasse jetzt. Belohnen das hier mit 7 Toren. 32 Sekunden. Uhr ist angehalten. Könnte der erste Erfolg im Turnier für den BVB werden. So, nächster Freistoßversuch für Borussia Dortmund. Ball zurückgelegt, abgeschlossen. Klasse pariert durch Yannick Horz. 22 Sekunden noch auf der Uhr. So, Konter läuft. Das war unnötig für den BVB. Klasse gehalten. Max Diekerhoff hält den Sieg fest. 9 Sekunden auf der Uhr. 8 Sekunden auf der Uhr. Das war echt unnötig. Der BVB führt und läuft in so einen Konter. Da können Sie bei Diekerhoff bedanken. Nächste Chance. Jetzt schmeißt sich der BVB voll rein. Das war's. Das war's. Borussia Dortmund gewinnt sein erstes Spiel mit 4:3 gegen Frankfurt. Frankfurt also im Wahnsinn. Gewinnt ihr erstes Spiel 4:3, verlieren jetzt 4:3. Und wir schauen jetzt einmal auf die Tabelle. Da ist jetzt der BVB noch nicht eingepflegt. Leipzig und die Mühlis mit 3 Punkten. Bayern München 1 Punkt. Gladbach mit 1 Punkt. Der BVB wird gleich auf 3 springen. Während jetzt die Vorbereitungen laufen für den Show-Act. Dabei wünschen wir viel Spaß und gute Unterhaltung. Hier haben wir noch die Tabelle. Also wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung beim Show-Act. Wir hören uns gleich wieder zu Schalke 04 gegen den Hamburger Sportverein. Bis gleich.